Ich habe natürlich top recherchiert und mein Gast, Simone Tomalla, liebt Popcorn. Ich möchte sie damit ein bisschen um den Finger wickeln und herausfinden, ob sie das Leben eher ein bisschen salzig sieht oder ein bisschen süß. Wir haben uns mal am Flughafen getroffen und ich bin damals zu Wer wird Millionär eingeladen worden und du hast dich kaputt geladen. Du hast gesagt, um Gottes Willen, da würde ich nie hingehen. Würde ich auch nicht. Nicht, warum? Und der Joch könnte auf allen Vieren kommen. Niemals würde ich da hingehen. Ich finde, jeder weiß, dass man zu Hause auf dem Sofa der schlauste Mensch der Welt ist, dass man alles weiß. Und ich weiß auch, dass man unter Druck wirklich Blackouts haben kann. Und dann weiß ich nicht mehr, ob sich die Erde um die Sonne oder umgekehrt dreht. Weißt du? Also ich habe da totalen Respekt. Meine Managerin, die lacht sich immer tot. Weil sie weiß genau, wenn ich dann mal irgendwas in der Richtung mache, dann gewinne ich womöglich dann auch noch. Hast du doch gerade vor kurzem, das ist auch in einer Quizshow geworden. Aber Jauch, da habe ich, da habe ich Respekt, da muss noch ein bisschen was passieren. Und inzwischen gibt es so viele Geschichten über dich jetzt auch im Fernsehen. Ne? Also du spielst gerade beim Serie Frühling mit, du warst sehr lange die Tatort-Kommissarin und jetzt gibt es auch noch das Traumschiff. Also das da gehe ich jetzt erst, das erstmalig gehe ich da drauf. Ja, wie spannend, weil Traumschiff, da waren wir doch noch Kinder, als wir das gesehen haben. Ja, aber als ich dieses Weihnachten, ich glaube Weihnachten kam das, ne? Vor der Glotze gesessen habe und Traumschiff geguckt habe, habe ich gedacht, so, jetzt ist Zeit, jetzt musst du da selber hin. Alle meine Freundinnen, die wissen ja, dass wir uns kennen, weil ich mal was gepostet habe, weil wir mal irgendwo waren. Und die sagen immer, da kannst du doch Pferde stehlen, ne? Die ist cool, ne? Die sagt schon, was sie denkt, das ist so dein Image, ne? Du hast ein sehr, sehr positives Image, weil Frauen... Nicht alle, aber so ein bisschen Stutenbissigkeit gibt es auf der ganzen Welt. Aber wenn dein Name ins Spiel kommt, du kriegst, ich weiß nicht, ob es dir mal einer gesagt hat, du kriegst immer Komplimente. Man sieht dich so als positiv, sehr sexy Funskerl. Stimmt. Weißt du? Einverstanden. Nehme ich. Ihr seid aber auch ein Pärchen, du und deine Tochter. Na, erstmal seid ihr sehr hübsch, da macht jeder sein Ding. Und es ist immer was los bei den Tomallas. Ja, aber das ist wahrscheinlich, weil sich das dadurch, dass wir zwei sind, potenziert sich das. Weil eigentlich ist mein Leben gar nicht so aufregend. Also, Doch, ist es. Ja, findest du? Du musst ja, aber lesen. Spannend ist aber es. Aber schon allein meine Männerwahl, die ist jetzt, ich habe jetzt so viel, habe ich euch noch nicht vorgestellt. Und Rudi Assauer war 20 Jahre älter. Also mir ist das ist nach wie vor... Aber wieder ein markanter Typ. Ich brauche Typen. Mhm. Ich brauche an meiner Seite Typen. Ich kann alles außer langweilig. Und das ist egal, ob blond, ob dunkel, ob jünger, ob älter, das ist mir wirklich egal.